Ich bin in den Baumarkt gegangen und habe ein bisschen Holz und Schrauben gekauft und habe mir erstmal hier so runde Ecken angezeichnet und die dann ausgesägt. Ich wollte nämlich ein Babygym für unseren Sohn bauen, weil der immer aktiver wird. Ich habe das 60 cm lang gemacht und oben dann auch nochmal was Rundes angezeichnet und jeweils ausgesägt. Zum Übertragen habe ich einfach die erste Latte genommen, dann sind alle genau gleich. Habe dann einmal alles schön geschliffen und dann im 50 cm Abstand von unten Löcher mit einem 6er Bohrer reingemacht. Von unten nochmal 20 cm Abstand für die Querlöcher. Habe das Ganze dann noch abgeklebt, um so ein bisschen farbliche Akzente reinzubringen. Finde es ganz schön mit dem hellen Grün. Habe die Leiste dann noch auf 60 cm gekürzt. Habe da quer jeweils Löcher reingebohrt, um dann so Spezialschrauben reinzudrehen. Die kann man nämlich jetzt einfach so durchstecken und mit so einer coolen Mutter zusammendrehen. Dann habe ich noch eine Kette durch die Querlöcher durchgezogen und dann konnte ich alles schon zusammenbauen. Und unser Sohn findet es auf jeden Fall richtig cool.